Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr habt in jeder Firma, in jeder Aktivität, um die es geht, ist ein unterschiedlicher Kontext. Also macht es Sinn, unterschiedliche Produkte zu nehmen, wenn ihr unterschiedliches Outcome haben wollt. Ja, und genauso ist es auch wichtig, und das hoffe ich jetzt eben zu erreichen mit dem Talk kurz, dass ihr eine Idee habt, woher kommt die Faszination im Spiel, warum spielen wir wirklich, weil dann kommen wir auch ein bisschen weg von dieser klassischen Pointification die ganze Zeit, ja, und von diesem ganzen Überlegen, wir reden hier von Gamification und nicht von Belohnungsprogrammen. Und da hoffe ich, ja, dass ihr da danach ein bisschen rausgeht und das ein bisschen einschätzen könnt. Okay, als ich in der 8. Klasse war, war ich im Internat. Und in der 8. Klasse, also als ich in der 8. Klasse war, da kam Doom gerade raus, der Ego-Shooter. Ja, wer kennt Doom noch? Jawohl, noch ein paar. Es wird schlimmer. Ich kriege immer mehr in der Audience, die kennen es nicht mehr. Oder trauen sie es nicht zu sagen. Das ist meistens eher der Fall. Ja, eben. Ich merke es jedes, wenn echt immer weniger. So, der Punkt ist, es ist nicht die beste Idee, beim Doom-Spielen erwischt zu werden, wenn ihr im Klosterinternat seid. Ja, die Mönche finden das gar nicht lustig. Als Resultat hieß es also, okay, nachts zocken. Ja, nachmittags haben wir natürlich neue Level gebaut. Ja, dann hatte ich nur noch den Vormittag, um mich irgendwie zu erholen ein bisschen. Die Schule war dadurch ziemlich schnell im Arsch bei mir. 8. Klasse, ich bin durchgerauscht ohne Ende. Als Konsequenz natürlich Computerverbot, ja. Konnten sie nicht immer durchsetzen, wir sind in den Computerräume eingebrochen, haben alles gemacht, aber Computerverbot im Internat für mich auf jeden Fall, für das Jahr. Der Punkt war, also für die Mönche war sozusagen der Computer der Böse. Ja? Er war schuld daran, dass ich die achte Klasse nicht geschafft habe. War ein bisschen schön, weil ich nicht mehr so schuld war, aber der Computer war es. Der Punkt war, ich selber habe es nicht so gesehen. Für mich war die Überlegung immer, was kann denn der Computer dafür, wenn die Realität, die Schule so beschissen langweilig ist. Ja? Ja, das ist ja der Punkt. Das ist nicht das Böse. Der Computer macht irgendwas besser. Ja? Dann hieß es ja, dann, das kriegt man mal mit. Ja, Roman kann nicht ruhig sitzen, kann sich nicht konzentrieren in der Schule. Ja, ich konnte stundenlang vom Computer hocken. Ich habe stundenlang an Problemen gearbeitet. Und ich rede hier nicht immer unbedingt von Computerspielen. Ich rede genauso von natürlich Brettspiel, Kartspielen, aber Sport, Hobbys, genau dasselbe. Ja? Leute, die sonst vielleicht sogar ADHS, ADHS oder was, haben genau, die können das stundenlang machen. Also liegt es weniger an den Leuten, sondern mehr am Umfeld, am Kontext, in dem die unterwegs sind. Und das ist die Idee von Gamification, rauszufinden, warum wir in gewissen Umgebungen so fasziniert sind, engagiert sind, als in anderen. Und das Gelernte zu transferieren. Ja? Und das Ganze macht Sinn, ja? Wenn wir da jetzt mal ein bisschen in die Neurowissenschaft reingucken, weil wir können viel über Psychologie reden. Der Punkt ist der, was uns alle verbindet, egal welches Alter, welches Geschlecht, welche Kultur, ja, wann wir aufgewachsen sind oder was auch immer, neurowissenschaftlich im Gehirn sind wir alle gleich verdrahtet. Also ist das schon mal ein schönster, kleinster gemeinsamer Nenner, auf den wir gucken können, warum Spiele funktionieren. Und was wichtig ist dabei zu wissen, ist, dass unser Gehirn besteht ja aus Synapsen und kommuniziert. Die Synapsen kommunizieren miteinander. Und wenn ihr es runterbrecht, kann das Gehirn zwei Dinge machen. Also wirklich ganz abstrakt gesagt, nur zwei Dinge. Neue Sachen lernen oder bereits Gelerntes vertiefen. Vergessen ist schon wieder eine passive Sache. Also aktiv habe ich nur diese zwei Sachen. Ich lerne Neues oder ich verbessere bereits Gelerntes. Das ist auch Lernen, ja, nur durch Wiederholung. Der Punkt ist, jedes Mal, wenn ich lerne, wenn ich irgendwas Neues habe, muss mein Gehirn kommunizieren. Das heißt, Synapsen müssen miteinander reden. Und Synapsen, wenn ich Informationen in einer Synapse habe, dann wird die elektronisch transportiert. Wenn die zu einer anderen Synapse überspringen will, wird sie chemisch umgewandelt. Damit diese Chemikalie zur nächsten Synapse gelangt, brauche ich Neurotransmitter, ja, die diese Informationen eben transportieren. Und wir kennen alle Neurotransmitter, berühmteste Dopamin, ja, es gibt zig andere. Neurotransmitter sind gleichzeitig eine Art körpereigene Droge. Und diese erleben wir als Spaß. Es ist eine Art Droge. Unser Gehirn will diese Droge erleben. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Es erlebt diese Droge nur, wenn unser Gehirn kommuniziert, lernt. So, das schon mal verbindet Lernen und Spaß haben ganz klar miteinander. Kein Spiel, in dem ihr fasziniert seid, in dem es nicht um ein Problem geht, das ihr gerade nicht lösen könnt. Kein Spiel ohne Problem. Wenn wir Spiele ohne Probleme geil fänden würden, dann wäre das geilste Spiel der Welt ein roter Buzzer. Ihr drückt die ganze Zeit drauf und bekommt 1000 Punkte. Ja? Scheiß langweilig. Früher als Kinder Tic-Tac-Toe haben wir geliebt. Warum? Das war eine Herausforderung. Jetzt wissen wir genau, wo wir das Kreuz machen müssen, um mindestens Unentschieden zu bekommen. Langweilig. Wenn ihr Spiele gerafft habt, wenn sie zu leicht für euch werden, hört ihr sie auf zu spielen. Also Lerneffekt, eine der wichtigsten Sachen. Und das genau können wir eben auf der neurowissenschaftlichen Ebene sehr gut auch wirklich beweisen und nachvollziehen.
Und das ist schon mal ein Effekt, der wirklich im Hinterkopf bleiben muss. Lernen als Grundelement von eben engagiert sein, fokussiert sein und dementsprechend Spaß zu haben. Und das Ganze war evolutionstechnisch auch noch sinnvoll, nur damit man das auch nochmal ein bisschen in den Kontext setzt. Die Evolution musste dafür sorgen, dass wir als Individuum überleben. Um als Individuum überleben zu können, mussten wir gewisse Situationen im besten Fall vorher üben, ausprobieren. In dem Moment, wo der Säbelzahntiger vor euch steht, dann braucht ihr nicht mehr üben, wegzurennen. Ja, das war's. Also am besten gewisse Situationen vorher üben. Und das eben könnt ihr am besten in einer spielerischen Umgebung, in einer Simulation, Kampfsimulation mit Freunden, man übt, man trainiert, man kämpft gegeneinander. Und damit wir freiwillig bereit sind, eben in so eine Situation zu gehen, zu lernen, macht es Sinn, evolutionstechnisch, dass unser Gehirn Spaß empfindet, wenn es lernt. Ja, weil dadurch sucht es immer wieder so eine Situation, wo wir eben lernen können. Evolutionstechnisch macht das Sinn. Andrea Kuczewski ist eine Verhaltenspsychologin aus Amerika. Und die hat sich überlegt, oder die hat versucht herauszufinden, warum wir in Spielen eben, oder warum wir in gewissen Umgebungen problemlösungsorientiert sind, kollaborativ sind, warum wir es lieben, Herausforderungen anzugehen und so weiter. Und warum ich darüber jetzt gerade spreche, ist folgender. Bei Gamification, egal weshalb ihr gerufen werdet, oder egal welches Unternehmen sich darum kümmern will, ob es jetzt darum geht, HR-Bereich, also das heißt, ich will Leute halten, sie sollen bleiben. Warum? Weil sie gerne im Job sind. Und, das ist der nächste Aspekt im HR-Bereich, ich will natürlich, dass meine Leute besser werden. Das sind meistens die zwei Dinge. Die sind extern gesehen genauso. Im Marketing, ich will, dass meine Kunden bei mir bleiben. Und ich will, dass die Kunden eventuell so eine Art Gefühl haben, wow, ich werde besser, weil ich deren Service, weil ich deren Produkt verwende. Es sind immer dieselben zwei Sachen. Engagiert sein, um zu bleiben, Loyalität zu schaffen und besser zu werden. Ja? Kannst auch mal gern Badass nennen. Eigentlich willst du immer, dass die Leute Badass werden. In der Sache, die sie machen, richtig, richtig gut. Und Andrea Kuczewski hat sich überlegt, was für Zustände oder diese Leute, die eben in diesem Bereich unterwegs sind, sie nennt das fluide Intelligenz, sich auf neue Dinge einzustellen, offen zu sein, interessant für Change Management zum Beispiel, ja, aber einfach und sich selbst zu fordern. Welche Umgebungen oder was für Elemente müssen vorhanden sein, damit der Mensch eben genau das gerne macht. Und sie kam damit. Zuerst schaffe Neues. Ja? Unser Gehirn denkt in Mustern. Wenn ihr also wollt, dass das Gehirn wieder was Neues macht, breche das Muster. Schaffe neue Dinge. Wir lieben Überraschungen. Das ist es warum. Neugierde kommt daher. Challenge yourself. Wir wollen immer besser werden. Egal was ihr macht. Der Mensch ist nicht faul. Der Mensch versucht manchmal, den leichtesten Weg zu gehen, wenn er keine große Bedeutung an Aktivität sieht. Aber er challenged sich gern. Wir wollen immer besser werden. Dann haben wir ein richtig gutes Gefühl. Der zweitmeistgenannteste Grund, weshalb jemand kündigt, ist, ich komme hier nicht weiter, ich muss woanders hin. Das ist genau aus dem Grund. Wir wollen niemals feststecken. Wir wollen immer das Gefühl haben, was ich mache, mache ich, um besser zu werden. Ja, denk kreativ. Das ist dasselbe. Das ist wieder der Punkt. So ein bisschen hängt es natürlich mit dem Such was Neues zu tun. Einfach neue Herausforderungen setzen, Dinge mal anders anzugehen, als sie vorher waren. Also gewisse Muster einfach brechen. Ja? Tu Dinge den harten Weg. Also nicht nur, sorge auch dafür, dass automatisch die Aktivität, du könntest sie auch leichter machen, aber schau mal, denk kreativ, es hängt damit auch wieder zusammen. Indem du eben neue Wege gehst, machst du eine Aktivität, die du so schon machen könntest, automatisch schwerer. Und Network, kollaboriere. Ja, wir sind soziale Tiere, brauchen wir nicht drüber reden, mögen wir. Das sind die Punkte, in denen Menschen am ehesten bereit sind, sich auf Neues einzulassen, sich selbst zu fördern, in denen Menschen immer wieder, also wenn sie gefragt werden, warum war diese Aktion gerade so genial, was hat dir so viel Spaß daran gemacht, kommen oftmals diese Dinge dabei raus. Und wenn wir uns das jetzt angucken, finden wir diese fünf Dinge nicht auch in allen möglichen Spielen oder in spielerischen Umgebungen, ist eigentlich immer dasselbe. Also schon mal ein Punkt, da sehen wir schon gewisse Rahmenbedingungen, die man also setzen kann, um jemanden in ein spielerisches Umfeld zu versetzen. Das kennen wahrscheinlich die meisten hier, ja, der Flow Channel. Der Flow Channel beschreibt ganz klar eine gewisse Aktion, und zwar die, wenn wir Zeit und Raum um uns herum verlieren. Und das ist auch wieder, kannst du auch wieder neurowissenschaftlich sehr gut nachweisen, der Punkt ist, unser Gehirn hat nur eine gewisse Kapazität, die es zur Verfügung hat, um Dinge auszuführen. Ja, es sind immer ein bisschen unterschiedlich, aber es sind so 120 Bit die Sekunde plus, minus und so weiter. Also im bewussten Bewusstsein. Das heißt, wenn ihr jetzt mir zuhört, verbraucht ihr ungefähr 60 Bit die Sekunde. Ihr habt noch genug Zeit, euch über alles andere Gedanken zu machen. Wo sitze ich gerade? Wann gibt es Essen? Was kaufe ich noch ein? Alles Mögliche. Wenn ihr jetzt eine Aktivität habt,
die euch challenged, wo ihr sagt, ja, ich kriege die gar nicht so einfach hin. Zieht euer Gehirn Kapazität ab auf diese neue Aktivität. Und wenn es genug von diesen 120 Bit auf diese Aktivität ummünzt, dann verliert ihr dann die Fähigkeit, gleichzeitig über Zeit und Raum Gedanken zu machen oder darüber nachzudenken. Und dann kommt ihr diesen Flow rein. Das ist dieser Punkt, wo ihr sagt, oh, das war jetzt eine geile Stunde. Und dann guckt ihr auf die Uhr, Mann, das waren 3. Das ist es genau. Wir alle kennen das von uns selbst und wir alle kennen es auch aus dem Fernsehen. Sheldon, you got him in your sights, Spider. He's opening his plasma rifle. Yeah, shoot now. I'm cloaking. Now, Rock, tell Sheldon. I can't see him. That's why they call it cloaking, Dad. Don't start throwing grenades. I want out. Hey, guys. My friends and I got tired of dancing, so we came over to have sex with you. How about the rush up in the tank? We said no tank. Get all the rules in hell. I'm a big backpack. I need a backpack. Told ya. Use a rocket launcher! Arnold was a leader and I want out of ammo! And now you're out of life! Why do you pause? I thought I heard something. What? No, never mind. Sorry, go. Das ist der Flow. Ja, wir kennen es alle. Und das Geile ist, wir wollen sofort wieder machen. Ja, und das ist das, was wir auch versuchen zu erreichen, im Idealfall. Das ist die Champions League. Das wirst du nie schaffen mit einem Serious Game, mit einer Simulation, mit Gamification, es wahrscheinlich nicht mal häufig zu erreichen. Aber nur einen Schritt in diese Richtung, dorthin, das ist es, worauf wir abzielen. Prozesse so zu verändern, um eben dahin zu kommen. Nur 5% Verbesserung, eine Hammer-Effektivität für jedes Unternehmen. Und Mihaly Csikszentmihalyi hat auch untersucht, welche Rahmenbedingungen müssen denn da sein, damit ich einen Flow möglichst gut erreichen kann. Also damit ich die besten Rahmenbedingungen bereitstelle, um den Menschen in diesen Flow zu bringen. Und er kam mit diesen 5 Sachen raus. Ja, klare Ziele, Milestones, eigentlich nicht so verrückt, ja, nicht so abwegig, aber in Unternehmen fehlt das schon mal oft. In Spielen haben wir die immer. Wir wissen zu jeder Zeit genau, was wird von uns verlangt, was müssen wir tun, wo stehen die anderen gerade. Ja. Ganz bekannt, also bekannte Regeln. Ich weiß, innerhalb welchen Rahmenbedingungen ich mich bewegen darf. Und das gibt mir eine gewisse Art von Sicherheit. Ruhm vom Manöver. Ich habe zwar die Regeln, in denen ich mich bewegen darf, aber ich kann doch selbst entscheiden, wie ich innerhalb dieser Regeln agiere und wie ich dorthin komme. Deswegen lieben wir es, uns Charaktere auszusuchen, gewisse Skills anzueignen. Das ist es, was uns oft in Unternehmen, auch in der Schule oder was weiß ich was, wo fehlt, weil das immer heißt, jetzt machst du das, wenn du das hast, dann machst du das, wenn du das hast, dann machst du das und so weiter. Ja, das bringt gar nichts, auch wenn wir dafür Punkte vergeben. Keine Belohnung. Belohnung, da kommen wir gleich noch drauf, ist nicht das, was euch motiviert. Informationstransparenz, das ist eine der wichtigsten Dinge. Wir halten Spiele für fair. Warum? Weil ganz klar ist, wir wissen genau, was dürfen wir, was nicht. Welche Ressourcen stehen zur Verfügung und was nicht. Nur weil wir dieses Gefühl in Spielen haben, haben wir kein Problem damit zu scheitern. In Spielen scheitern wir 95% der Zeit und wir finden es auch noch geil. Im Gegenteil, wenn wir es nicht tun würden, wäre das Schaffen des Spiels nichts wert. Diesen Aha-Effekt, den haben wir nur, weil wir vorher scheitern. Und das Geile ist, in so einem Umfeld wird Scheitern, wie gesagt, zu einem eigenen Lerneffekt und nichts Unfaires mehr. Wer sieht, also was ist denn bitte der meistgenannteste Grund, wenn irgendein Projekt scheitert oder irgendwas in einem Unternehmen nicht klarkommt? Ah, ich hatte die Information nicht. Ah, die haben nicht mit mir geredet. Ach so, das wusste ich nicht. Und so weiter. Keine Informationstransparenz. Und Echtzeitfeedback. Das ist auch so ein Punkt, der mit dem Scheitern zusammenhängt. Nur weil wir direkt genau wissen, ich führe eine Aktion aus, ich bekomme die Konsequenz, ich sehe, ob es gut war oder nicht, kann ich reagieren. Deswegen ist Scheitern nicht schlecht, weil ich genau gegensteuern kann. Auch etwas, was in Unternehmen immer fehlt. Immer. Ja, so entweder aufgrund der Philosophie, der Management-Hierarchien, ab und zu auch aufgrund von Datenschutz einfach, wo es manchmal nicht so schnell geht. Ja, aber sowas fehlt einfach. Wenn wir vom HR-Bereich reden, nehmen wir als Feedback mal, wie oft haben wir denn bitte gescheite Mitarbeitergespräche? Ja, oder genauso, wenn ihr in einer Aktivität involviert seid, je strategischer euer Job wird, desto weiter in die Zukunft verlagert wird ihr das Ergebnis eurer Entscheidungen heutzutage. Und nach 6 Monaten bekommt ihr dann ein Ergebnis, dann wisst ihr auch erstens nicht mehr genau, wie viele aber jetzt wirklich bei euch dabei. Und zweitens, wenn es fehlschlug, so what, ihr könnt eh nichts mehr machen. Ja, das sind keine Umgebungen, die irgendwas mit Spiel zu tun haben. My sister and I played almost
lost the exact same game in the car. Except she had a long string sliced through all the man-made objects. All the signs, all the buildings, all the cars. But all the trees and hills and all the natural things, they were funny. My game, I envisioned Sam, the imaginary friend. He ran and jumped as fast as the car was going, or faster, and he never touched the ground. I think most people play this little semi-conscious fleeting game. What games do you play? Just whatever you do, do not step in the lava! Ein geniales Video, was ich auf YouTube gefunden habe. Wer hat mindestens eine Aktion für sich selbst erkannt, die er schon gemacht hat oder regelmäßig macht? Alle. Ja, alle. Also ich habe drei, die ich immer mache. Ja? Also das mit dem Fahrradfahren, nicht in die Rillen auf dem Gehsteig steigen oder eben das mit dem Countdown an der Ampel. Der Punkt ist der, das machen wir nicht durch Zufall. Das ist wieder der Beweis, unser Gehirn, die alle aktuelle Aktivität, die wir machen, ist einfach zu langweilig. Unser Gehirn sucht sich selbst Spiele aus, um es interessanter zu machen. Wo ich es immer erlebe, nicht auf die Rillen im Stein zu treten, auf dem Gehweg, ist, wenn ich jemandem zuhören muss, auf dem Nachhauseweg, am Telefon. Nichts Ätzenderes. Ja, dann fängt man, ja. Ja, alles klar. Ja, wir haben das mal mit einer Konferenzgruppe in Istanbul gemacht und das Geile ist, Istanbul hat überall Kopfsteinpflaster. Hat richtig geil funktioniert. Auf jeden Fall, das ist der Punkt. Es geht darum, wir wollen immer gechallenged sein. Und jeder von uns, das ist eben ein gutes Beispiel, dass wir es von uns aus, dass wir es freiwillig tun, ja? Dass wir das einfach wollen, da reinzukommen. So, die Frage ist, warum das Ganze? Wenn wir uns mal aktuell überlegen, wie das in Unternehmen oder im Marketing, von mir aus, denkt euch das als Kundenbindungsprogramm aus, könnt ihr genauso machen, wie das im Moment abgeht. Ich habe immer einen Trigger, ich sage immer, mach was. Ja, oder die Leute wissen, wenn ich es nicht tue, kriege ich eine Strafe oder was weiß ich was. Also es gibt immer irgendeinen externen Trigger in der Regel, der sagt, warum ich was machen soll. Ja, beim Kundenbindungsprogramm ist es, Starbucks-App, Pop-up, Starbucks in der Nähe, geh rein, neues Getränk, probier es aus. Trigger. Danach kommt die Aktion. Der Trigger will mich dazu zu verleiten, in eine Aktion zu treten. Ja, und die führe ich dann aus und dann bekomme ich das Feedback. Oh, Kaffee gekauft, geil, hast einen Punkt gekriegt. Feedback. Okay, cool, ich bin ein Stück weiter zu meinem Get One, Buy Order. 10 Kaffee, einen umsonst. Und das ist in der Arbeit genau dasselbe. Was beim Spiel dazu kommt, in einer spielähnlichen Umgebung, oder eben bei Gamification, was wir immer versuchen einzubauen, oder was das Ziel ist. Achso, da gehe ich noch einmal durch. Genau, externe Trigger habe ich schon genannt. Die Aktion ist rationell. Ja, das ist ganz klar. Ich mache etwas, damit ich eben nicht bestraft werde. Ich mache etwas, damit ich den Bonus kriege. Ich nehme die Herzen beim Tengelmann, weil ich dann die größere Pfanne dort kriege. Und so weiter. Das sind rationelle Gründe. Und das Feedback ist eben eine Belohnung. Mach was, krieg was. Und das ist ein Punkt, wo ich meistens echt... Bonusprogramme haben wir seit Jahrzehnten und jetzt schreien plötzlich alle bei Bonusprogramm Gamification. Das ist Bullshit. Wirklich. Fallt da drauf nicht rein, weil das hat krasse Konsequenzen. Weil Belohnungsprogramme nicht funktioniert haben in der Vergangenheit, stehen wir jetzt da und die Leute sind interessiert an Gamification. Und dann verkauft ihr nicht ein digitales Belohnungsprogramm. So, was eben in spielerischen Umgebungen reinkommt, ist ein Personal Investment. Ich sorge dafür, dass jemand sich den Arsch aufreißen muss, um was zu tun. Denn das machen Spiele. Und das wollen wir auch. Was nämlich dann passiert, der Trigger wird plötzlich intern. Ja, nehmen wir Sport.
ich reiß mir den Arsch auf, werd besser im Sport, komm vielleicht in ein neues Team und jetzt muss ich öfter ins Training und das mache ich aber freiwillig, ja, weil ich besser werden will. Von mir kommt das Engagement, nicht von anderen. Die Aktion wird dadurch emotional und nicht mehr rationell. Ja. Ich will besser werden, darum geht es, um nichts anderes. Die Belohnung, das Feedback ist eben nicht mehr Belohnung, sondern Fortschritt. Ich werde besser und besser und besser und besser. Das ist die Belohnung. Da brauche ich nicht irgendeinen Stuff dafür. Ja? Fortschritt ist es. Deswegen spielen wir Spiele. Wir werden besser und besser und besser. Und wenn das Spiel euch nicht mehr fordern würde, hört ihr auf zu spielen. Dann kann es euch noch so viel Credits geben oder was weiß ich was. Und aus Personal Investment wird Loyalität. Das ist Loyalität. Ja? Alles andere, nehmen wir klassische Kundenbindungsprogramme, die auf Belohnung basieren, sind Bestechung. Und nicht Loyalität, weil ihr rennt vom Tengelmann dann eben zum Aldi, wenn ihr da mehr Punkte kriegt. Das hat nichts mit Loyalität zu tun. Und wie gesagt, denkt immer dran, ein Spiel bietet euch nie Belohnung an. Es sagt nie, also eine externe Belohnung, ihr sagt ja nie, oh, lass uns mal wieder Schach spielen. Nee, das geht nicht mit Schach. Schach gibt es keine Punkte. Oder lass mich jetzt, ich will World of Warcraft spielen, weil ich Punkte will. Nein, es geht immer darum, oh, da ist, ich will jetzt endlich diesen blöden Gegner kriegen. Ich will dieses Rätsel lösen. Ihr denkt nie daran, Punkte zu kriegen oder irgendwas. Es geht immer um die Aktion, das Problem zu lösen. Und das schafft Loyalität. Und da wollen wir hin, diesen Kreislauf wollen wir erreichen. Und wenn wir uns das eben anschauen, das ist eigentlich ganz einfach, wird aber immer vergessen, ist, Spiele funktionieren aufgrund von Steigerungen. Ja? Ich fange das Spiel an, ich lerne leicht. Ich bekomme neue Feature, wenn ich das Leichte geschafft habe und werde langsam, ja, komm, setze mich mit dem Spiel auseinander und es wird immer, immer besser. Und dann irgendwann, wow, jetzt habe ich, ja, jetzt hab ich den schweren Gegner. Jetzt weiß ich genau, wie ich jedes Feature im Spiel benutzen muss. Ich weiß genau, wie die Regeln funktionieren und so weiter. Und danach vielleicht, jetzt habe ich Level 1 gemastert oder diesen einen Skill gemastert, jetzt kann ich dir sogar einen neuen Skill geben. Und jetzt musst du den mastern. Also das heißt nicht immer von Anfang bis Ende des Spiels, ja, sondern ich kann lauter so kleine Loops haben, wo ich einen von Anfang, also von Onboarding zu Mastery bringen will und dann gibt es plötzlich ein neues Onboarding und Mastery. Und das muss nur schwerer sein, weil es mich erfordern soll. Und das Ganze ist natürlich, es wächst über die Zeit. Ich will, dass die Aufgabe schwerer wird oder ich will erkennen, dass ich schwere Aufgaben peu à peu lösen kann, je länger ich damit Zeit verbringe, weil ansonsten verschwende ich hier gerade meine Zeit. Deswegen spielt ihr keine Spiele, die zu leicht sind, sondern hört die irgendwann auf. Und was halt gleichzeitig steigt, ist das, was wir eben hatten, das persönliche Investment. Ich reiß mir den Arsch auf, ich investiere hier Schweiß und Blut. Bestes Beispiel, wie gesagt, Sport zum Beispiel. So, und wenn wir das Ganze uns jetzt mal als Modell ansehen wollen, als Modell, was man vielleicht auch umsetzen kann, oder dass man eine Art Richtlinie hat, dann habe ich hier ja, diesen gewissen Path to Mastery, nenne ich den immer. Und den versuchen wir in Aktivitäten, wenn das Problem ist immer der, Firmen oder Mitarbeiter in Firmen machen ihre Arbeit nicht, warum? Ja, weil sie eben nicht mehr engagiert sind, weil sie aus irgendeinem Grund das nicht für sinnvoll halten, ja, und weil sie sagen, ah, das ist mehr Schikane vielleicht als wirklicher Nutzen. Also man muss einen Weg finden, um sie wieder hinzukriegen. Und dass sie fangen von selbst an, wieder engagiert zu sein, wenn sie sehen, da ist eine Bedeutung dahinter, das Ganze macht Sinn. Und sie selber werden eben besser. Vor jeder Kollaboration, das ist auch so ein Punkt. Gamification wird oft gesehen, ah, komm, wir brauchen Kollaboration, nehmen wir Gamification mit rein. Ja, dann können Teams gegeneinander antreten und so weiter. Schwachsinn. Bevor ich kollaboriere, muss ich jede einzelne Person dazu kriegen, besser zu werden. Dann ist sie auch wirklich bereit zu kollaborieren. Dann hat sie keine Probleme mehr, mit ihr Wissen zu teilen und so weiter. Ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, wenn man wir hatten die Frage eben zwischen Männern und Frauen, das ist so ein interessanter Punkt. Männer sind ganz stark dabei und sagen, erst will ich wissen, ich bin super und dann gebe ich mein Wissen raus und dann arbeite ich mit euch zusammen. Frauen sind da schon etwas früher dabei. Die sagen, ja, ich kann es zwar noch nicht, komm her, zusammen kriegen wir es hin. Es sind so kleine psychologische Dinge, die wir einfach über die Zeit rauskriegen, ist auch nicht immer gültig. Ja, also ein Fehler ist immer zu sagen, wir haben ein Modul und das können wir jetzt auf alles anwenden. Es ist kontextabhängig. Es hängt auch mit dazu zusammen, wie die Kultur im Unternehmen ist, das Incentive-System. Ein bekannter Autoverleiher, den wir haben als Kunden, wollte, dass wir für ihn Kollaboration schaffen. Das Problem ist, in dem ganzen Unternehmen ist Wettbewerb, wird da groß geschrieben. Incentive-Systeme sind ganz klar darauf aufgebaut, persönlich besser zu sein als andere, dann bekomme ich den Bonus. Der Punkt ist, es gibt den Spruch, don't blame the gamer, blame the game. Ja, natürlich verhalten die Leute sich, selbst wenn ich es gamifiziere und sage, wie toll Kollaboration ist und sowas, wenn es am Ende wirklich um den Bonus geht, sie sind doch nicht doof und kannibalisieren sich selbst. Ja, Kontext, darauf achten. Und deswegen, ich bin sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, gibt es da eine Software, die wir für alles, die wir auch nutzen können. Die gibt's. Es gibt genug Anbieter dafür mittlerweile. Ja, die bekanntesten im Gamification-Bereich, Batchable, Bunchball, Victor und so weiter.
Das Problem ist, alles, was die machen, ist, die bieten Bonusprogramme für euch an. Warum? Weil das kann ich skalieren und einfach machen. Bei dem Bonusprogramm, was die anbieten, das haue ich an eure Software. Die Software misst dann, wie oft ihr irgendeine Datei ausfüllt, CRM-Daten eingebt und dann kriegt ihr Punkte dafür. Das kann ich skalieren ohne Ende. Das hat null mit Engagement und Spaß zu tun oder mit Gamification. Das ist ein Belohnungsprogramm, das Sinn machen kann. Ich will das nicht verteufeln. Aber es ist was anderes und das muss klar sein. So, wenn ich also das habe, ja, das, also die Arbeit fängt leicht an, wird vielleicht schwer. Stellt euch das, um das jetzt gut vielleicht nachvollziehen zu können, von jemandem, was wir schon hatten, ein Projekt, wo es darum geht, Leute gut ins Unternehmen zu bekommen. Leute, die ich neu angestellt habe. Wie kriege ich es hin, dass die sehr gut sich einarbeiten im Unternehmen, möglichst schnell und natürlich bleiben und nicht wieder aufhören danach. Ja? Fluktuation nach anderthalb Jahren war in dem Unternehmen sehr groß. Also, wir haben am Anfang eine Single-User-Action zum Beispiel. Ja? Das heißt, jemand fängt im Unternehmen an und hat seine 3-4 Tätigkeiten und die soll er jetzt erstmal machen. Ja? Jede Tätigkeit genau lernen. Ja, dass er die drauf hat, und zwar einzeln für sich. Wenn er das hat, sagen wir, okay, schau mal, jetzt interagieren die. Da bist du richtig gut, du kennst jetzt, du weißt, wie die Funktionen, wie die Sachen funktionieren, wie die Kommunikation im Unternehmen funktioniert, welche Materialien, Technologie du nutzen kannst und so weiter. Und jetzt interagieren die plötzlich, die Arbeit wird komplexer. Du bist nicht mehr nur für den Bereich zuständig und dann für den, jetzt bist du gleichzeitig für alle zuständig. Beispiel. Und wenn er das hat, dann bringen wir dich mit anderen zusammen. Jetzt wird es richtig komplex. Jetzt stimme dich noch gleichzeitig mit anderen Leuten ab und so weiter. Aber es ist halt diese Onboarding, diesen Path to Mastery, den wir so aufbauen. Und so ändern wir Aktivitäten, Prozesse im Unternehmen. Und das ist etwas, was zum Beispiel auch Change Management ganz stark beeinflusst und fördert, wenn wir Leuten helfen, da hinzukommen. Wichtig ist, dass wir das auch visualisieren und Feedback bieten, dass die Leute wissen, wo stehe ich gerade, wo komme ich hin, was kann ich machen, was wird von mir als nächstes verlangt. Dann fangen die nämlich auch von selbst an, sich weiterzubilden. Dann brauche ich keinen. Dann brauche ich seltener oder weniger Druck im Bereich Weiterbildung. Weil die Leute, plötzlich macht es Sinn, sich weiterzubilden. Haben wir selbst erlebt. Also ist jetzt nicht irgendwie, ist so. So, und jetzt, es gibt ein Modell, das nennt sich SAPS. Wurde von Gabe Zuckerman, soweit ich weiß, entwickelt. Ja, steht eben für Staff, Power, Access und Status. Power, Access kann man sehr gut ummünzen. Also kann es auch Staff, Access, Power, Status nennen. Der Punkt ist der. Staff ganz am Anfang, das sind so diese klassischen Sachen, Bonus, du bekommst eine Kaffeemaschine ins Büro von mir, aus ein Auto, was weiß ich, reale materielle Güter, ja? Eben das, was Bonusprogramme im Moment machen, Staff. Der Punkt ist, das reicht irgendwann nicht mehr. Das ist ein Rennen, das ihr immer verliert, weil wenn ihr was gebt als Belohnung, die Leute machen eure Aktion nicht, weil sie die Aktion gut finden, sondern weil sie jetzt eine Belohnung kriegen. Das heißt, Belohnungsprogramme haben null an der Aktivität geändert. Sie haben die Bestechung verbessert. Das Problem ist, die Bestechung von heute ist nicht mehr die Bestechung von morgen. Ich will mehr. Das heißt, ihr müsst immer mehr geben. Immer mehr Punkte für eine Pfanne, immer mehr Bonis, ja, im Unternehmen, immer größere Autos, was weiß ich was. Der Punkt ist, natürlich nehmen wir das gerne an, es motiviert uns nicht mehr. Psychologisch ist es ist bewiesen, dass Leute, solange ihr, bis ihr ein gewisses Level an Gehalt bekommt, an materiellen Gütern, an Stuff bekommt, wo ihr sagt, ah, jetzt kann ich mein Leben in München gut leben und zum Beispiel, ich habe meinen Urlaub bezahlt, ich kann noch was zurücklegen für später. So lange motiviert euch das. Sobald ihr gefühlt, und das ist bei jedem anders, sobald ihr gefühlt diese Grenze erreicht habt, kann ich euch 50.000 mehr geben. Ihr sagt geil und ihr bleibt wahrscheinlich, weil ich euch gut bestochen habe, aber ihr seid deswegen nicht motivierter im Job. Ihr macht deswegen nicht einen besseren Job. Ihr seid deswegen nicht kreativer, nicht kollaborativer und so weiter. Ja, das ist Stuff. Das heißt, wir müssen diesen Zyklus durchbrechen. Und Spiele schaffen das zum Beispiel, oder ein Beispiel, oder halt nach diesem Modell ist, dass ich dann sage, okay, pass auf, jetzt gibt es keinen Stuff mehr, oder den Stuff hast du eh schon gekriegt am Anfang. Du hast es dir aber erarbeitet, weil wir wissen, dass du was drauf hast. Hast du dir den Zugang zu gewissen Möglichkeiten erarbeitet. Es sind Privilegien und nicht mehr einfach nur ein Bonus zu irgendwas. Sondern du weißt genau, dass du jetzt mit gewissen Leuten, mit gewissen Kunden verkehren kannst, die sehr kompliziert sind, weil du es vorher bewiesen hast, dass du es drauf hast, mit leichteren zurechtzukommen. Und wenn die Leute das wissen, die Mitarbeiter, dann ist plötzlich der schwierige Kunde auch nicht mehr eine Schikane. Boah, ich muss wieder zu dem Kunden. Sondern da wird eine Herausforderung draus. Als Beispiel dann zum Beispiel Access. Jetzt hast du Access zu verschiedenen Informationen. Ja? Weil du jetzt diese Software kannst du, jetzt kriegst du eine weitere Software. Jetzt kannst du gewisse Feature in der Software nutzen, die du vorher nicht nutzen konntest. Warum? Da hättest du auch zu viel Schaden mit vielleicht anrichten können, wenn du es vorher nicht gescheit gelernt hättest. Ja? Das kommunizierst du nicht so. Du stellst sie einfach dann und dann bereit. Aber weil die Leute wissen, dass es an ihren eigenen Leistungen, ein Path to Mastery liegt, dasselbe, was Spiele machen. Deswegen ist es gut.
Keiner ist sauer auf ein Spiel. Nehmen wir von mir aus Zombie und Plants als Beispiel. Kennt das auch jeder? Plants und Zombies? Plants vs. Zombies. Ja, okay, richtig. Keiner ist sauer, dass er nicht sofort alle Pflanzen benutzen kann in dem Spiel. Ja? Sondern man verdient sich das, weil man lernt, mit einer Pflanze umzugehen. Dann kommt die nächste. Dann nimmst du beide zusammen gegen verschiedene Gegner und so weiter. Ja, das ist es. Und dann natürlich Status. Und das ist nämlich echter Status am Ende. Das ist nicht sowas wie, kennt ihr den Begriff Frühstücksdirektoren? Die meisten kennen ihn nicht. Ich finde das los. Also, ja? Aus Thailand, er kennt ihn. Und wir kennen ihn nicht. Nicht nur? Ja, genau, da kenne ich nämlich auch her. Frühstücksdirektoren, so wie ich ihn kenne, ist, das ist ein Titel, der ist mit dem Gehalt damit auch zusammen verhaftet. Den bekommst du zum Beispiel, weil du lang genug im Unternehmen bist. Das ist eine Policy vom Unternehmen. Wenn du lang genug da bist, bekommst du den Titel des Direktors von mir aus und Kohle. Nach 10 Jahren von mir aus. Das Problem ist, das Unternehmen braucht aber nicht 1000 Direktoren, sondern eigentlich von Entscheidungsgewalt her nur 50. Die anderen sind Frühstücksdirektoren. Ja, die haben nichts zu sagen. Das Problem ist, erstmal sagen die Leute, oh cool, danke, ich bin Direktor, klar, ich krieg's Gehalt noch mit dazu. Das Problem ist langfristig. Die Leute haben, erstens wissen die Leute, die der Frühstücksdirektor sind, dass die anderen wissen, dass sie Frühstücksdirektoren sind. Zweitens sind sie sich nie sicher. Jeder glaubt natürlich, ja, wenn ein echter Direktorplatz zur Verfügung gewesen wäre, dann hätte ich auch den gekriegt. Aber die wissen es nie sicher. Das ist richtig, richtig demotivierend. Also Status an echte Leistungen zu kleben und nicht einfach zu vergeben, was viele machen. Viele Unternehmen versuchen, es ihren Leuten zu leicht zu machen. Das ist ja okay, aber in dem Moment erstmal nett. Das Problem ist, die Leute, ehrlich gesagt, wollen die Leute es nicht. Die Leute wollen sich ihr Zeug verdienen, ihren Status verdienen, wie wir im Spiel auch. Ja? Ansonsten würdet ihr auch nicht mehr spielen. Wenn ihr einen vom Level 12 irgendwas Worldcraft-Charakter seht und ihr wisst nicht, dass der sich das verdienen musste, ja, dann ist das gleich nichts mehr wert. Nicht, und erst recht nicht mehr für euch, als wenn ihr ihn dann mal bekommt. Ja, man kannibalisiert sozusagen das System. Also passt auf mit Belohnungen, die einfach rausgegeben werden, damit irgendeiner eine Aktivität macht, die keine Herausforderung ist. Dazu habe ich noch ein Beispiel von der bekannten Nerd-Gruppe. Ach so, okay. Da fällt noch was Short- und Long-Term. Da habe ich es ein bisschen klar gemacht. Ja. Es ist ein Prozess. Also unsere Prozesse, die wir mit Unternehmen eingehen, die dauern meistens über ein Jahr. Wir haben jetzt ein 3-jähriges Projekt. Aber das brauchst du meiner Meinung nach. Wir haben alle anderen Projekte jetzt abgegeben, die auf kurz, bis auf bei einem Kunden, aber der ist Referenz, weil er einfach nur einen geilen Namen hat. Aber ansonsten haben wir die abgegeben. Weil wenn ihr auf Kurzfristigkeit aus seid oder wenn ihr es liefern müsst, das ist ja der Punkt, wir müssten es ja liefern, dann können wir fast nur mit Punkten und Badges arbeiten. Warum? Weil wir damit schnelle Ergebnisse liefern. Das Problem ist, dann rufen die euch nach 6 Monaten an und sagen, ey, Inflation der Badges, Inflation der Punkte, die Leute haben gecheckt, dass es Manipulation ist, dass sie nicht wirklich mehr davon haben. Was machen wir jetzt? Die Motivation ist voll runtergegangen. Ja. Also aufgrund von kurzfristigen Siegen das ganze System zerstört. Und jetzt die Nerd-Gruppe. Yes, it was. Where is the coin? Yes, exactly. Where is the coin? Why don't you look in your pockets? I slipped them in there earlier today. I don't get it. Don't you see? When we're all having fun together, we're already winners. Oh, look. Even I'm a winner. Are you kidding me? That's the stupidest thing I've ever heard. You suck. So hard. Come on. I didn't want anyone to feel bad at the end of the game. And some of those puzzles were really hard, and I didn't know who was going to get Benny. Das ist der Punkt. Es geht am Ende nicht um das, was rauskommt, ja, sondern das, was ich dafür geleistet habe, was ich dafür getan habe. Wenn man mit Punkten, mit Badges oder was auch arbeitet, seht das nie als Belohnung, sondern es ist immer nur das Mittel für Feedback. Und solange es auch so kommuniziert, fangen die Leute nicht an, was zu machen, weil sie dann die Punkte kriegen, weil dann versuchen sie auch zu cheaten.
Dann schauen sie, wie sie möglichst schnell zu den Punkten kriegen. Aber darum geht es ja nicht im Gamification. Das wollen wir gerade vermeiden. Prozesse so zu definieren und so zu designen, dass die Leute eben möglichst schnell nur nach der Belohnung greifen wollen. Weil dann machen sie ihren Job nicht gescheit. Und wie gesagt, zufriedener, motivierter sind sie deswegen auch nicht. Genau das ist der Punkt. Macht es ihnen nicht so einfach. Steckt wirklich was dahinter. Es muss wirklich was da sein. Wenn nicht, wenn es eine repetitive Aufgabe ist, die ich nicht erschweren kann, die immer langweilig ist und immer dieselbe ist, kann es sein, dass Gamification nichts dafür ist. Dann arbeitet mit einem Bonusprogramm, die wir schon seit Jahrzehnten haben und funktionieren dafür. Aber nicht, wenn es um kognitive Leistung geht. Dann sind wir, ist was ganz anderes wie mechanische Arbeiten, die ich immer wieder ausführen kann und muss. Ja? Und das ist der Punkt, wann es Sinn macht, Gamification zu nutzen und nicht. Und genauso ist es wichtig, darüber werden wir jetzt nicht sprechen, aber dann für einen selber vielleicht zu wissen, was ist wirklich Serious Game, was ist eine Simulation, was ist Game-Based Learning, was brauche ich, was ist der Kontext, was sind die psychologischen Trigger, was will ich erreichen und dann brauche ich irgendeins davon oder brauche ich keins. Vielen Kunden bei uns sagen wir, Gamification wollt ihr gar nicht, weil ihr wollt ein klassisches Bonusprogramm. Wir versuchen sie dann zu überzeugen, manchmal klappt es, manchmal nicht, aber am Ende suchen sie meistens digitalisiert irgendwas, was sexier ist, und kommen dann mit, oh, wir wollten sowas wie Foursquare haben. Ah, der nächste Punkt. Sobald euch irgendeiner sagt, Foursquare ist Gamification, rennt. Ist es nicht. Ihr geht wo vorbei, drückt auf den Knopf und bekommt Punkte. Jeder kann auf den Knopf drücken und Punkte kriegen. Es ist Bestechung. Mein kleiner Bruder hat mich abgelöst beim Starbucks als Major. Ich habe es auch gemacht. Warum? Rationell, weil ich Kaffee gekriegt habe. Rationeller Grund. Bestechung. Ja? Mein kleiner Bruder hat mich abgezockt. Warum? Weil ich arbeiten musste und er ständig vorbeigehen konnte. Also denkt daran. Okay, danke, das war's. Ja, in Games jagen wir immer nur das bessere Selbst von uns. Wir wollen immer besser werden. Und das wollen wir sehen in jeder neuen Runde. Gibt ein gutes Beispiel, The Ghost. Kennt ihr das? Nicht das Spiel, sondern The Ghost, the Feature oder Race Against Yourself. Das ist ein sehr geiles Beispiel. Race Against Yourself, also für die, die es nicht kennen, wenn ich ein Autorennen habe zum Beispiel, eine Runde fahre und die zweite Runde beginne, sehe ich meine Performance aus der ersten Runde als transparentes Auto oftmals neben mir fahren. Der Punkt ist der, lasst mal Leute gegen andere Leute spielen, gegen echte und den Geist dabei haben. Angenommen, sie gewinnen gegen alle anderen, kommen aber hinter ihrem eigenen Ghost ins Ziel, dann ist dieser Gewinn für die ziemlich wenig wert, weil sie sagen, ich habe nur gewonnen, weil die anderen so scheiße sind. Verlieren sie gegen alle anderen, kommen aber vor ihrem Ghost ins Ziel, dann sagen sie, oh, ich werde besser, ich bin auf dem richtigen Weg. Größere Motivation, weiterhin zu versuchen, war beim Letzteren. Also es liegt nicht am reinen Gewinnen. Irgendwelche Fragen? So geflasht? Okay, sorry. Ja. Viele Spiele haben ja auch mal ein Ende, es gibt immer ein Game Over. Ja. Wie stellt ihr sicher, dass das Game immer weitergeht? Irgendwann wird das ja auch mal langweilig, oder? Also ich spiele zur Zeit GTA 5, aber irgendwann habe ich es auch mal gesehen, da muss ich mal ein anderes Spiel wieder spielen. Es kommt auf die Projekte an. Also es gibt Projekte, da sagen die ganz klar, pass auf, wir wollen Projektmanagement verbessern. Zum Beispiel, dann hast du ja für jedes Projekt einen Anfang und ein Ende, als Beispiel. Also, und dann geht es wiederum mit dem Kunden jetzt, da geht es um eine Software im Baubereich, dass sie eine Software gescheit nutzen. Das hört natürlich nie auf. Ja, und da musst du eben gucken. Und was du dann finden musst, sind Sachen wie zum Beispiel, das Schöne ist ja, wenn wir uns überlegen, die Grafik vorhin mit dem Status am Ende. Der Status hört nie auf, den kann ich immer verbessern. Das heißt, wenn ich einmal in dieses Denken reingekriegt habe, zu sagen, boah, ich bin der Experte im Unternehmen dafür, ja, und er wird eben gefordert, das zu verbessern durch gewisse Feature, Angebote, Konferenzen, was auch immer, durch bessere Kollaboration mit anderen und so weiter, dann hört das für ihn so nicht auf. Das Schöne ist, wenn ihr diese fünf Elemente von Mihaly Csikszentmihalyi, die wir hatten, wenn ihr die designt, das ist für mich das Core-Element von Gamification, weil diese Elemente sorgen für ein Framework und innerhalb dieses Frameworks fangen die Leute an, ihr eigenes Spiel zu überlegen. So wie wir es gesehen haben, wenn ich rumgehe und eben nicht auf die Risse im Stein trete. Das Spiel, ja, es sind ja nur die Framework und ich schaffe mein eigenes Ziel. Und wir hatten da ein Beispiel bei einer Software-Ingenieursfirma, was sehr, sehr cool war. Nur indem wir diese fünf Elemente eingebaut haben, den Leuten gezeigt haben, durch ein Dashboard visualisiert haben, inwiefern ihre Arbeit Mission Statements, meine ich, erfüllt, ja, die Firma wollte, wie innovativ, kundenorientiert, bla bla bla, immer derselbe Scheiß. Aber Leute haben dadurch gesehen, in welchen dieser Bereiche sie wirklich gut sind, weil ihre Arbeit dementsprechend zuträglich ist. Und dann haben die Leute von selbst angefangen zu sagen, oh, ich bin in der Sache richtig gut, was muss ich machen, um dann noch besser zu werden? Ja, die haben das Spiel für sich selber weitergespielt. Der Punkt ist, du schaffst eine Bedeutung in deinem Job und die musst du erkennen.
Ja, und es geht nicht darum, immer zu sagen, neue Mission, neues Ziel, neue Belohnung. Ja, sondern wenn du diese Bedeutung schaffst und diese Rahmenbedingungen, dass die Leute sehen, warum sie ihren Platz haben, dann kriegst du selbst so einen scheiß Job wie Buchhaltung. Ich habe Buchhaltung, musste ich mit im Studium machen. Ätzend. Selbst das kann dann interessant werden, weil die Leute plötzlich erkennen, was Buchhaltung wirklich für eine Bedeutung hat. Nur weil sie ihren Job gescheit machen, kann der andere überhaupt seinen Job erst ausführen und so weiter und so fort. Ja, und in dem Bereich besser zu werden, so schaffst du eine gewisse Art von Unabhängigkeit vom Ende. Ja? Noch was? Okay, ja. Ja. Yeah. So I'm a psych major. Yeah. So perhaps women are not as motivated by status. You mentioned synapses and the brain. Yeah. But there are studies that show that women have different parts of their brain are motivated in different ways. You know, there's no, they're motivated in different outcomes and different consequences. The kind of how our brain is working, that's the same. Yeah, we are hardwired all the same in the brain. But what we can achieve with that, or what will be the outcome when I'm working alone or collaborative, or when I can have some kind of status, that's different, that's true. And I'm very confident, that was the question, that I'm very confident that it doesn't matter so there are game mechanics and situations and frameworks that are successful for women as other frameworks are successful for men. Yeah, you have to differentiate between these two, because that's different. You're totally right, but you have to take this into account, and of course the context where all employees, so the men and the women, are working in. So as to say, if I want to create some collaboration stuff, and the home framework and the company is organized around competition, you have to take this into account, and of course then to see, okay, what are the women doing, what are the men doing, but. To be honest, so we are doing this for 6 years now. I'm still not able, and probably, or hopefully, I won't be able to do so in the future, to say from the beginning how women in one context will react compared to men in the same context. For example, it's always new things. So it's always about measuring the stuff, see how the behavior, how they are doing, look at the metrics, look at the consequences, and then find out how to adjust the program. Wie schwer da einfach ist es, dieses Einstiegslevel mehr oder weniger zu finden am Beginn. Beispiel jetzt zum Beispiel sagen wir Projektdokumentation. Ne? Ja. Wenn man sagt, man möchte, dass die Projektmanagement ein bisschen professioneller einfach gestalten. Wo fange ich da an bei der Projektdokumentation? Wie einfach oder wie schwer kann ich schon zu Beginn machen, damit ich nicht die Ersten verliere oder die Ersten sagen, ne, gescheißen, das ist ja so easy. Ne? Nein, das ist, also okay, du machst, das ist das, warum ich Probleme mit diesen Software habe, die zur Verfügung sind. Du kannst es nicht ein Ding machen und sagen, das passt jetzt für alle. Ja, man sagt ganz klar, also das ist was wir auch machen, wir sagen, meistens ist es ja so, die Firma ruft dich, weil es geht um eine gewisse Aktivität, die nicht gescheit ausgeführt wird, aber die wird ja nicht von allen nicht gescheit ausgeführt. Ja, manche machen sehr, sehr gut. So, die schauen wir uns zum Beispiel schon weniger an, ja, sondern wir schauen uns die an, bei denen es nicht funktioniert. Und dann siehst du gewisse Gemeinsamkeiten oftmals. Ja, irgendwas haben die oft gemeinsam. Und der Punkt ist, Gamification darfst du auch nicht zwingen. Also das heißt, wenn wir ein Projekt für die machen, dann sagen wir nicht, die Experten, die es eh gut machen, die müssen da mitmachen. Ja, das funktioniert nicht. Wenn du das machst, was manche Firmen leider oftmals dann doch irgendwann einführen, ist der Punkt, dass du eben dann Experte hast, der sich dann, vielleicht macht das sogar am Anfang kurz mit. Warum? Weil er jetzt besseres Feedback bekommt, weil das System besser mit ihm arbeitet. Und irgendwann checkt er ja, Moment mal, ich habe doch meine Arbeit eh immer so gut gemacht. Ich bin doch eh der Beste hier. Ja, und dann nimmst du ihm diese intrinsische Motivation, indem du ihn mit extrinsischen Belohnungen das Ganze zerstörst. Der Punkt ist, wenn du dann sagst, oh scheiße, müssen gegenrudern, der macht nicht mehr gescheit mit, wir schaffen es wieder ab für den, dann ist es zu spät. Weil dann sagt er, dann ist er auch wieder nicht richtig. Weil dann sagt er, na Moment mal, jetzt habe ich meine Aufgabe gemacht und habe was bekommen und nur weil ich jetzt gut bin, kriege ich jetzt nichts mehr dafür. Also psychologisch fällt der unter die Grenze. Und den wieder zu holen, ist sau, sau schwer. Also das ist der Punkt. Du musst wirklich gucken, für wen baust du es, wen nimmst du am Anfang mit rein. Was Sinn macht, ist oftmals, du nimmst die Schwierigkeiten haben, mit rein, weil dann ist es ein Nutzen für den, wo sie sehen, oh, die Software ist jetzt besser, passt sich besser an mich an. Und dann kann es ja sein, dass durch Kollaboration, durch Gespräche, merken die Besseren auch, ey, Moment mal, ich schaue mir das mal an. Beziehungsweise, was wir gerne machen, ist,
dass wir sagen, sozusagen, nimm's wie den Dungeon Master so ein bisschen. Dass einer der richtig Guten, Dungeon Master ist das falsche Wort, aber einer der richtig Guten, der ist dafür zuständig, Material zu liefern für die Software der Schlechteren. Und so holst du mit rein. Er wird Mentor, er bekommt ein ganz anderes, das Spiel für ihn ist ein anderes als für den, der lernen muss. Okay, klasse. Jo, danke. Ja.